So, meine Lieben, hier sind wir mit der Pinkbox Februar 2013. Gucken wir mal rein, was alles drin war. Wir fangen mal zuerst an mit den Zeitschriften. Und zwar gab es dieses Mal die Wohnidee Wohnen und Leben. Kostet 3,50 Euro, ist auch die aktuelle Ausgabe von Februar 2013. Es sind ein paar schöne Deko-Ideen drin. Ja, Einrichtungsideen. Ganz nett gemacht. Dann war noch drin ein Lifestyle-Magazin mit ein paar hübschen Fotos, Schminkideen. Das gefällt mir zum Beispiel übrigens sehr gut, so Nagellack-Idee. Sehr schick gemacht. So, ja, jetzt gucken wir mal in die eigentliche Box. Also ich weiß ja nicht, ob da was schief gelaufen ist. Kennt ihr das? Das war auch schon in der Januar-Box. Ich fand es sehr gut, diesen Feuchtigkeitsschaum von Pantene Pro V. Ich benutze ihn auch wirklich sehr oft. Aber ja, ich war ein bisschen enttäuscht, dass er schon wieder in der Box drin ist, weil eigentlich hatte ich ja gehofft, wieder was Neues zu sehen. Dann haben wir hier so eine Probe Bronchialbad von TD Sept, sehr gut in der Erkältungszeit jetzt. Da werde ich auch demnächst, wahrscheinlich heute Abend, das gleich mal probieren. Dann hatten wir noch ein Bad von TT Sept, das aztekische Kakaobutterbad. Da gab es im letzten, in der Januarbox war das Cleopatra-Bad drin. Jetzt das Kakaobad in Originalgröße. Okay. Ich habe das Baby sitzt neben mir, wenn ihr Kommentare im Hintergrund hört. Dann hatten wir eine kleine Probe Handcreme, Evita Handcreme. 25 Milliliter. Ja, sie riecht ganz angenehm, frisch. Ein bisschen fruchtig. Sehr angenehm, lässt sich auch sehr schön verstreichen. Aber schade, dass es auch nur ein Bröbchen ist. Da hätte ich mir schon von so einer Handcreme, kann man auch immer gebrauchen. Dann ist eine Duftprobe drin. Pure Romance. Ja, ich habe noch nicht gerochen. Schnüffeln wir mal kurz. So, so ein kleiner, ah, das ist schön, so ein kleiner Zerstäuber für die Handtasche. Moment, ich stelle mal kurz die Kamera hin. Dann kann ich das mal aufschrauben. Oh, jetzt habe ich das ganze Ding aufgeschraubt. Hoppla, so geht das. Ah ja. Riecht ein bisschen wie ein Deo. Mal warten, wie es riecht, wenn es ein bisschen verflogen ist. So der erste Hauch. Blumige Welt. Florale Duftsymphonie voller Sinnlichkeit, die den Zauber romantischer Sommerabende scheinbar nicht enden lässt. Ah ja. Ja, es riecht auf jeden Fall sehr angenehm frisch. So, dann hatten wir noch ein Mascara. Indigo Mascara. Wobei ich allerdings sagen muss, ich weiß ja nicht. Also die Verpackung und auch so, wenn man das aufschraubt, ja, sieht mir alles nicht so, auch so von der Anwendung her, nicht so hochwertig aus. Also es lässt sich zum Beispiel sehr schlecht wieder zuschrauben, verhakt immer so ein bisschen. Ja, ich finde ihn jetzt nicht so toll, muss ich ehrlich gestehen. Also ich bin, das war es eigentlich auch schon. Die Box ist leer. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Box. Zumal alles ähnlich ist wie in der Januarbox. Das Pantene war schon drin, das Bad im Prinzip auch. Es ist halt nur eine andere Sorte diesmal. Und sonst nur drei kleine Bröbchen und zwei, und die Zeitschriften. Ja, okay, die Zeitschriften. Aber ja, ich bin so ein bisschen... ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht, als ich es aufgepackt habe. So, jetzt schauen wir mal nach den Preisen. Das Bad liegt natürlich bei 6,49 Euro. Hatten wir ja in der letzten Box auch. Die Probiergröße vom Bad bei 49 Cent. Die Handcreme 4,50 Euro. 25 Milliliter. Ist das wirklich eine Originalgröße? Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Anscheinend ist es eine Originalgröße. Okay. Das Parfüm liegt bei 3 Euro. Das Mascara 2,99.
Und das Pantene-Probi bei 6,79. Ja gut, das, wie gesagt, hatten wir ja in der letzten Box schon. Gut, ich kann alles verwenden. Das Parfüm, ja, jetzt wenn es ein bisschen verflogen ist, riecht es schon ganz gut. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Da möchte jemand mitreden im Hintergrund. Ja, ja, wie gesagt, im Gesamtwerk der Box laut des Zettels runde 20 Euro. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, was die Auswahl angeht. Ansonsten, wie gesagt, verwenden kann man alles. Muss man halt mal schauen, was in der nächsten Box drin ist. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und hello, es ist ja Fasching. Bis dann.